Ach, jetzt hat. Na, bei Highschool braucht er schon länger zum Lohnen bei dir, hä? Ja, er ist bei 90% stecken geblieben. Also, ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, aber viel Spaß auf das Geschrei. Von dir jetzt, oder was? Oder wie meinst du das? Also, Highschool soll ja gar sein. Ja, mei, die Geister ändern sich ja deswegen auch nicht. Also, ich habe jetzt mitgenommen eine Kamera, Taschenlampen und EMF. Genau, EMF braucht man sogar. Was hast du noch? EMF und? Und Kamera. Aha. Zum Aufstehen. Ja, Hammer. Schau ich, wie viele Räume das da gibt. Schau mal auf Karten da. Oh Gott. Das ist ja riesig. Da gibt's auch noch zwei Stockwerke auch noch, jawohl. Ja. Dann nehmen wir mal. Da wird mein persönliches Sanity wird nach unten gehen. Taschenlampen vergessen, Lange, mein Gott. Das ist der Wahnsinn. Moment, ich hab Taschenlampen vergessen. 100 Schlüssel mitnehmen. Oh. Da wenn schon so ein verlassener Schulbus rumsteht. Hast du einen Schlüssel mitgenommen? Wieso ist dabei, ja? Ich geh jetzt einfach mal rechts rum und schau mal über deine. Ich folge dir mit dem EMF. So eine schöne Turnhalle. Mei. Ja. Aber die neuen Taschenlampen ist nicht verkehrt, gell? Ich benutze nie, weil. Die muss ich dann aber wieder hinwechseln. Anscheinend dann automatisch, wenn du die mitnimmst und dann was anderes nimmst und mit auf T drückst, dann aktiviert er die. Okay. Dann wieder raus da. Gut, ich darf morgen wieder eine neue Maus kaufen, weil ich schon wieder Linksklick pack. Und bleibt's hängen oder wie? Achso. Nein, Doppelklick. Ja, ja, schon. Ach, drum bist du schneller wie ich. Na? Aber nur wegen dir bin ich extra leise auf der Tastatur. Das darf ich nicht groß hören. Sehr laut. Aber ich habe mir jetzt halt bei extra Profil gelohnt für Phasmophobia, da wo alle relevanten Tasten separat beleuchtet sind. Naja, gut, ich finde die auch ohne Licht blind. Ja, für mich war es eher Gimmick erschien es. So wie ein schöner leuchtender Tower. Bäh. Ach, noch innen das. Hä? Temperatur auch nichts Ungewöhnliches. Und zum Thema LED-Tower. Wie glaubst du, dass der Lüfter so blöd leicht? Ja, Gott, ich hab so dermaßen Schiss vor der Scheißschule.
Ah ja, diese Großvolle. Ja, da werden wir jetzt eine Zeit beschäftigt sein. Aber naja, gut, wenn es mich fressen, ist es auch nicht so schlimm. Ich habe noch 3100 Potzer gewünscht. Aber so wie ich das gelesen habe, wenn du dann fotografierst, wenn ich hier bin, dann wird das Zeug. Dann bleibt das Zeug. Okay, klingt eher noch am Ammenmärchen. Aber das können wir ja ausprobieren. Glaube ich jetzt auch nicht. Ich hab's auch noch nicht. Ich hab's auch noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Wenn du in dem ganzen Gebäude noch am Knochen suchen müsstest, fährt dich gut. Ja gut, wir sind erst einmal mehr geschossen. Wir sind nicht einmal in den ersten Stock aufgegangen. Dann wieder am ersten Stock. Was? Am Schluss, im letzten, allerletzten Raum werden wir was finden. Ja, bei unserem Glück schon, ja. Dann findet uns der Geist vielleicht auch nicht, weil es so groß ist. Ich hoffe. Geist, wo bist du? Zeige dich. Da meine ich jetzt wieder in die Turnhalle rein, oder? Nein. Bist du ein Mädchen? Bist du ein Junge? Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen von ihm. Oh ja. Ich stecke im Tisch fest, sehr schön. Ich weiß nicht einmal mehr, wo es da rausgeht. Da werden wir herkommen. So. Jetzt haben wir den EMF immer noch null, nichts. Brav. Wahrscheinlich macht man es komplett verkehrt. Die anderen werden sich die Dinger, mein Gott, sind die zwar blöd. Was möchtest denn du anders machen, groß? Kannst du ja nicht aufteilen, ist ja noch. Ich weiß nicht. Obwohl ich vielleicht gar nicht verkehrt bin. Das darf der ehrlich gesagt nicht einmal bocken. Aber warte mal, doppelt so schnell bin vielleicht. Was ist das andere? Könnte möglich sein, ja. Was tut das? Wo ist denn? Das hat jetzt okay, wie wenn ein Tier gegangen wäre.
Puh, kann schon sein, ich mach ständig die hinauf. Ich vermute fast, dass der im ersten Stock oben ist. Ja, jetzt haben wir eh gleich durch, meine. Weil absolut null, nichts. Weit weg, also habe ich jetzt nicht sagen können, ob das im ersten Stock ist oder nicht. Also ich war gerade oben und da war es recht deutlich. Zeige dich! Na, so weit haben wir noch nicht. Gib uns ein Zeichen! Das wundert mich jetzt weniger bei so einem großen Gebäude. Was ist das denn da? Nein, das ist es nicht. Immer noch nicht. Ich glaube, daneben ist im nächsten Raum. Herz ist gut. Ja. Oder noch nicht. Ich glaube, da ist er noch nicht. IMF 0. Ich glaube eher, dass ich einfach verrückt. Da ist der Hörer unten. Nein, also zumindest klingt es bei mir, es war zum nächsten Raum. Jetzt kommen wir schon näher, meine Füße kribbeln schon wieder. Ich hab auch schon Gänsehaut. Oh ja, jetzt wird's kalt. 4 Grad, 3 Grad. Oh ja. Jetzt haben wir richtig. Ich glaube, das haben wir richtig. 3er Ausschlag. Und irgendwo geht eine Klospülung. Gib uns ein Zeichen. Der Redner, wenn du da los bist. Okay. 4er Wert, 4. Gehst mal kurz raus, genau. Hätten wir ein Bierchen mitnehmen sollen. Gib uns ein Zeichen. Behind. Behind. Oh. Oh Gott. Oh. Feuer. Oh, raus. Ah, der ist da. Der verfolgt uns. Scheiße, 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 hier oben.
er denn jetzt? Sag mal jetzt einer. Oder? Also verzweifeln. Wo schon weiß, dass ich hier bin. Wo ist er denn jetzt? Scheiße, wenn es so groß ist. Schaut's mal aus. Ich bin. Ziel ist kaputt. Oh ja. Können wir mir noch funken? Hörst du? Nee. Hörst du mich? Ach scheiße, ich darf mich so gerne beobachten jetzt. Verdammt. Ich hab gar nichts eingeloggt. Hey. Ich hab gerne ein wenig geschaut, Obi. Jetzt bin ich geistig durch. Ich hab mich die ganze Zeit nur. Hey! Ja, mir hat es halt einmal gerissen, wo ich in die Geisterbox geschmerzt hab. Also die Karten ist gar. Und dann. Die ist wirklich gar. Dann sprichst du eine, gib mir ein Zeichen und dann sagt's Behind! Ja, da war's vorbei, ja. Und dann hat er mich verfolgt. Ja, ich hab mich dann versteckt, ich hab dann bloß noch schwere Stapfen gehört. Die Karten ist ja gar. Vor allem, du hast halt null Übersicht. Ja. Weil die auch noch einen Haufen Ausgänge hat. Schon. Ich werde jetzt nochmal Pause machen fürs Rauchen. Du kannst auch nochmal kurz das Licht einschalten. Nein, das ziehe ich durch. Na, bis gleich wieder. Ich bin zwar schon jetzt erschrocken, wo die Katze reingekommen ist. Und die über. Zwischen meine Füße durch ist, hat man schon gedacht, ich stehe gleich an der Decke. Ja, das ist gar. Ja. Ganz nasse Hände hab ich.
Ja, ich wollte die ganze Zeit beobachten, aber ich hab den nicht mehr gefunden als Geist. Ich hab nicht mehr gewusst, was du warst. Ich würde da so gern hinterherlaufen eigentlich. Und schauen, wie es da so geht. Meine Hände sind beachnass. Hast du dann du noch gehört? Ja, erst wo ich zum Truck bin, dann habe ich dich auf einmal über Funk gehört. Das habe ich gar nicht verstanden. Achso, ja, da habe ich mir verdenkt, jetzt probierst du mal die andere Tasten. Aber sei froh, ich habe nur geflucht. Ja, ich habe es aber in der Distanz aber ein wenig gehört. Oh, ich bin am Ende oder so, irgendwie so in der Richtung. Ja, war ich. Geistig fertig. Vor allem dann, wo ich dann rausgegangen bin und dann denke ich mir, gehst schön zum Drucki. Und dann auf einmal geht der blöde Exit-Eingang wieder in die Schuhe rein. Ich habe mir gedacht, na bitte nicht, bitte. Und ich hab auch nicht mehr gewusst, wo der Ausgang ist. Also eben, das war ich so gern dabei gewesen. Aber leider, das konnte ich den Zuschauern nicht bieten. Schade. Ja, Gott sei Dank. Die hätten so einen panischen... Der, was sie alle 2 Sekunden umdreht und schaut, hätten es dann gesehen. Naja, jedenfalls gehe ich kurz mal weg. Brauchst du Beruhigungszigaretten? Jawohl. Yeah. Naja, mei. Ja, sei da gegönnt. Ja, außerdem bin ich schon das zweite Mal gestorben. Du hast das eh gut.